Das ist aber jetzt wieder nicht sehr sozial von dir. Grübel, grübel und studier, warum gehen wir nicht zu dir? Hier kommt's hin. Ich habe gerade nach dem Auswahlverfahren in Menemu gehandelt. Oh. War da nicht endlich Kies, nee. Kies, Kies. Jetzt passt das. Jetzt passt das. Und, das passt, das passt. Ah, ich bin so glücklich, Kies. Ich hab mich angespuckt, ich hab mich angespuckt. Nein. Oh, Alter, warum hab ich denn hier den Boden nur 2 stark gemacht? Ich mach das da sonst immer 3 stark. Ach du Scheiße. Ich hoffe, über mir war nichts. Okay, dann muss ich das so machen. Lampen! Im Schlafzimmer habe ich auch Redstone-Lampen. Ich bin so glücklich. Das sieht so dekadent aus. Das sieht so großkotzig aus. Oh, ich liebe es. Nicht protzen, klotzen. Ja, nicht protzen, kotzen. Entschuldigung. Das war jetzt so nicht gemeint, gedacht. Geweint. Da hatten wir es wieder. Hast du wieder laut gedacht? Ja. Ach, ich liebe es. Ich liebe es. Und jetzt habe ich sogar noch eine Idee, was ich da noch mache, um das noch ein bisschen zu verfeinern. Mal gucken, ob es gut aussieht. Bestimmt mit einer Falltür. Links, rechts, drumherum. Nein, das sieht ja kacke aus. Nein, das sieht ja kacke aus. Das ist ja kackala kack. Er hat kacke gesagt. Ich glaube, ich spinne. Ich glaub, mir fällt ein Ei aus der Hose. Er hat Kack gesagt. Plöck, da war's. So. Jetzt kann ich wieder gucken, wie ich das Ei wieder zurückplöpp. Ja, das will ich sehen. Obwohl, lieber nicht. Ja, zu spät. So, das du willst du also sehen. Du willst es sehen. Ja, weißt du, ich... Boah, erstmal ein anderes Lied hier im Hintergrund. Alter, wir sind ja nicht, was weiß ich wo. Ich will es jetzt nicht sagen. Alter, dieser gefürchtete Doppelklick bei Minecraft schlägt gerade wieder zu. Nein! Reichsgraf, bleib ruhig. Bleib ruhig und bring Minecraft hinterher um. Alter. Doch. Das kann man lassen. Das sieht noch protziger aus. Also genau richtig. Da mache ich im Schlafzimmer jetzt auch. Könnt ihr euch ja später mal ansehen. Das werde ich tun. Jetzt werde ich doch hier echt noch verrückt. Du bist der Meinung, du wirst es erst jetzt. Gut, dann lassen wir das mal so stehen. Wir lassen dir den Glauben. Du warst natürlich bis jetzt nie verrückt, nein. Ich bin gerade hier in meine Mine rein, hab hier ein bisschen Eisen und Kohle abgekloppt und jetzt stelle ich fest, ich weiß nicht mal, wo ich hier rauskomme. Das ist ein Ding. Ich bin auf jeden Fall hier vollkommen zufrieden mit meiner Lichtgestaltung. Ach, da unten. Oh, jetzt regnet es schon wieder. Oh, nee. Es regnet schon wieder. Und wer hat nicht aufgegessen? Wer war's? Ich hab gegessen. Wer hat nicht aufgegessen? Und sofort ruckelt's wieder, ey. Sofort ruckelt's wieder wegen diesem Scheißregen und ich bin hier im Dschungelbiom. Ach du Kacke. Ich hab kein Helm mehr, ich hab kein Helm mehr. Und manchmal fällt es mir schwer. Ich hab kein Helm mehr, ich hab mein Helm mehr. Mein Helm mehr. Ich hab mein Helm mehr, ich hab mein Helm mehr. Und manchmal erinnere ich mich nicht mehr. Okay, jetzt, ich habe schon wieder die nächste Idee. Ich weiß aber nicht, ob ich das Rezept auswendig weiß. Scheiße. Ich weiß das Rezept nicht, aber ich versuch's einfach mal. Wo habe ich es denn hingetan? Alter, das ist voll am Ruckeln hier auf einmal bei mir durch den Scheißregen. Also hinlegen ist nicht, ne? Ne, ich bin wie gesagt in der Mine. Und du weißt, kennst den Ausgang nicht? Doch, ich hab ihn wieder gefunden. Also ich komme jetzt da wieder locker raus, wenn ich will.
wenn du willst. Also, doch, du willst nicht. Wenn, ja, sagen wir es so, wenn ich mich hinlegen soll, dann dauert das halt ein paar Sekunden, aber dann flitze ich hoch, das ist kein Problem. Ja, das wäre gut. Wenn es kein Problem ist, ist gut, weil bei mir hakelt es hier gerade mächtig. Ja, dann ich liege schon. Mal auf die Socken. Warte, ja, das wird hier noch ein paar Sekunden dauern. So, wo war mein Ausgang? Wenn ich das jetzt wüsste, wie es ging. Ich versuch's erstmal damit, weil glaube ich nicht. Doch! Doch, ich hab's ihn gekriegt. Alter, wenn ich sag, ach nö, ich mach mal, aber ich glaub nicht, geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Der Spaß ist bald vorbei. Klingt nach Tango. Denn dann wird die Folge irgendwann zu Ende sein. Stimmt, ist ja bald so weit, ne? Ja, es ist bald vorbei. Dann trennen wir uns im Guten. Ah. Und hauen uns vorher nochmal richtig ein auf die Schnuten. Herrlich. Obwohl, jetzt mal ganz ehrlich. Was 13 denn? Stück ist ein bisschen lächerlich. 13 Stück von was? Ich habe mir jetzt gerade Blumentöpfe gecraftet. Was hat er denn jetzt? Na gut, nichts. Was denn? Nichts. Nein, ich habe mir Blumentöpfe gecraftet. Oh. Armee der Finsternis ist vor mir, drei Zombies. Boah, geil, ich habe zweieinhalb Herzen. Warum hat er jetzt gerade so gelacht? Oh, ich habe Blumentöpfe. Oh. Ich habe sie handgetöpfert. Was? Ohne Raiden? Was? Wie bei Dirty Dancing. So schön mit. Ich kann mich immer noch nicht hinlegen. Alter, das ist ja nicht witzig. Wo sind die denn? Leg dich hin. Ja, ich kann nicht. Leg dich hin. Leg dich hin. Ich würde ja gerne, damit ich auch wieder da spawne. Du sollst dich hinlegen. Du sollst dich hinlegen. Du sollst dich hinlegen. Ich kann mich nicht hinlegen. Du sollst dich hinlegen. Warum du sollst dich hinlegen. Ja, hier sind irgendwo Gegner in der Nähe. Ich frag mich aber jetzt nicht wo. Also drumherum. Wo denn? Ich glaube. Ich glaube, es wird so. Alter, ist ein Schaf in der Nähe, hallo? Alter, es ist hier gerade echte Kacke. Für mich. Oh, ist das scheiße. Ich kann mich nicht hinlegen, weil hier irgendwo es Gegner in der Nähe sind. Ja, es ja, nützt ist ja nichts. Hell, aber das Ding ist halt. Es der ist Regen hell. Hört ja nicht auf. Ja, aber der Regen hört nicht ja, auf. Ja, trotzdem, aber wir können nicht schlafen gehen. Aber trotzdem sagt er mir Kack, an, dass solange Gegner in der Nähe sind, kann ich nicht schlafen gehen. Und hier ist nur ein Schaf ja. in der Nähe. You can only sleep at night. Da ist nur ein Schaf in der Nähe. Oh. Du hättest ja, dann nicht alles begradieren müssen. Alles in der Luft stehen. Und dann wird deine ganzen Löchern die ganzen Zombies in einen kleinen Spawnchen. Auftauchen. Aber hier ist doch nirgendwo was. Also ich habe ja extra, also hier in mein Haus, das ist ja alles massiv gewesen. Alter, ist die Spinne jetzt drin oder draußen? Oh, draußen, gut. Kommt drauf an, wenn Disco Fox das so da gegraben hat, dann... Disco Fox gegraben hat? Wenn Disco Fox gegraben hat, Alter, der ist geil gewesen. Nein, finde ich natürlich überhaupt nicht, doch finde ich lustig. Es ist lustig. Da kann man sagen, was man will, es ist lustig. Eben, es ist lustig, es ist lustig. Jetzt muss ich mal sagen. Jetzt muss ich einfach mal sagen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, immer die passenden Materialien fehlen einem gerade, die man verbuttern will. So, pass mal ob. Dann machen wir das so. So, ich fange nämlich jetzt mit den Details an hier, die ich versprochen hatte. Details, Details. Ich brauche mehr Details. So. Ich brauche, was ich nicht brauche, ist ein scheiß Doppelklick. So. Jetzt kommt das Schild wieder drauf. Und jetzt setzen wir hier nämlich einen Blumenpott drauf. Haha. Hossa, hossa. Und da setzen wir so einen drauf. Hossa! Jawoll! Alter, mein erster bepflanzter Blumentopf hier im Let's Play. Gratuliere! Hey! Danke!
Anke, danke, Anke. Das ist sehr schön, ich bin so froh. So, pass auf. Und jetzt, Alter. Immer das, was man braucht, ist nicht da. Ich werde das hinterher versuchen zu verfeinern noch, aber wir machen mal. Alter. Dieser Doppelklick. Ich muss mich wieder näher schauen. Ich kommentiere das hier gerade mal nicht, was hier gerade alles für Scheiße bei mir passiert. Warum? Weil dieser Doppelklick, der setzt wieder ständig hier zwei Blöcke. Entweder davor oder drüber. Ganz schlimm. Aber pass mal auf. Direkt davor stellen und nach unten zielen. So. So, weil ich muss jetzt mal hier ein bisschen mehr Schmiss hier in die Bude bringen hier. Auch wenn sie groß ist. Aber es muss hier endlich mal ein bisschen mehr was reinkommen. Ich glaube, da bin ich jetzt auf einem guten Weg. Komm her, du Sausack. Aua. Du Sausack. Hat er alle mit. So, ich hoffe, dass das nicht ein bisschen too much wird. Oh, Melonen sind Alter, so herrlich. Die wachsen so schön und schnell. Jetzt kommen hier nur so ganz kleine Mini-Gewächse, ey. Oh, was mir gerade einfällt, ich glaube, ich habe noch gar keinen Farn. Kann man überhaupt Farn? Nein, ich habe nicht gesagt, ich habe noch keinen Farn lassen. Kann man überhaupt Farn einsammeln? Ich weiß es nicht. Was für ein Farn? Hier, siehst du, da habe ich auch ganz lecker Sachen. Noch mehr Farn. Zack. Alter, das sieht doch schon ein bisschen gemütlich aus. Ich hoffe, es ist nicht too much. Aber vorm Fenster hat man ja schließlich, ne, öfter auch Blumen stehen, richtig? Richtig. Richtig. Okay, pass auf, dann machen wir so. Da zwei und hier wieder. Hihi, geil. Schniff, die schneif, die schnuff. Wir gehen heute in den Po. Popo. Schniff, die schnaff, die schnuff. Wir gehen in den Popo. In den purpurnen Fluss. Oh, auch ein schöner Film. In den Popo-Fluss. Habe ich mir nie angeguckt, was? Weil ich glaube, das ist nicht wirklich so mein Ding. Ich meine, ich glaube, habe irgendwie das Gefühl, dass der langweilig ist für mich. Die purpurnen roten Flüsse? Ja. Hm. Geht. Ist eigentlich gut. Ja. Ehrlich? Ja, wenn man es legal guckt. Alter. Okay, dann bin ich heraus aus dem Thema. Schade. Nein. Natürlich nicht. Oh, wie schade. Oh, wie schade. Das kam doch bei irgendeiner Sendung, wenn die verloren haben. Oder war das im Radio? Ich weiß es nicht mehr. Nein, in da der war Sendung. Irgendwas. Da war in der Sendung, ja. Ne? Oh, wie schade. Oh, wie schade. Sie haben die Millionen nicht gekriegt. Oh, wie schade. Ja. So, pass auf. In der Mitte kommt jetzt ein Stängel. Ha, damit wir mal wieder hier richtig. Alter, das sieht ja jetzt richtig so aus, ne? Wie ein P-Punkt. Aber ist egal, wird immer wieder gerne genommen. Ich hab ja noch Knochenmehl. Ha? Ah, der hat noch Knochenmehl. Kann ich dir ruhig geben, wenn's willst. Nö. Ich mach damit jetzt nur noch die Melonen fertig, dass sie alle schön groß sind. Und bei mir läuft gerade Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, die Buchse ist voll. Rock'n'Roll, Rock'n'Roll, die Buchse ist voll. Schliff die Schneid. Und da kommt nochmal der Blödsinn hin. Mann, ich bin hier gerade voll der Gärtner. Aber ich glaube, auch der Gärtner wird härter. Wo findet man eigentlich Melonen? Jetzt nur mal so am Rande.
Du findest nur Melonensamen in Höhlen, in Kisten. Ah, ja. Also Kisten, die in Höhlen stehen. Okay. Das heißt, die stehen einfach mal so in irgendwelchen Gängen oder halt bei Monster-Spawnern, ne? Habe ich mir fast gedacht, weil das ist schon echt cool. Also Melonen sind saugeil. Ja, die sind, ne, wie gesagt, die wachsen wahnsinnig schnell. Du hast die mal eben mit der Handkante abgeerntet und du brauchst nichts Neues anpflanzen. Sie. Ja, das wächst ja, lacht der die das wächst ja auch die ganze Nacht. Ja, weil wir hier über Handkanten und so. Ja, Melonenzucht reden. Du, meinst du, wir schaffen es, eine Kuh oder zwei Kühe hier reinzubekommen? Ja, können wir machen. Ach nee, aber das machen wir in der nächsten Folge. Das heißt, wir beenden jetzt hier die Folge. Und ja, wenn ihr sehen wollt, wie Raiden zwei Kühe bekommt, dann schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn ihr den Reichsgrafen sagen hört. Wir sagen alle gemeinsam Tschüss! Tschüss!